Hallo ihr Lieben, willkommen zu dieser Legung. Seine abendlichen Energien, Gefühle, Gedanken in deine Richtung. Ich schaue mir hier in dieser Auswahllegung mit zwei unterschiedlichen Decks an, was die Karten uns zu dem Menschen, zu dem Mann, auf den wir hier heute schauen, mitzuteilen haben. Und ich werde ganz individuell die Legung gestalten, je nachdem, was ich präsentieren wird. Ich werde aus jedem Deck gleich drei Karten auslegen und noch zwei Karten von den True Emotional Karten. Und du darfst dich für einen Stapel entscheiden. Und dann gucken wir einfach, ja, kurz und knackig rein, was der Gute heute anzubieten hat. Also, das klassische Waite-Tarot in Vintage und das Licht- und Schattentarot. Okay. Legen wir los. Seine Gedanken. Okay. Mal gucken, ob er so durcheinander ist, wie die Karten gerade waren. Ich habe hier schon zu, ich habe noch keine Karte gezogen. Ich habe hier schon eine Story in meinem Kopf und ich bin gespannt, ob sich das so bewahrheitet. Nach dem, was hier an Karten gerade rausgefallen ist, nachdem mir das halbe Deck einmal über den Tisch geflogen ist, nehme ich hier schon ganz, ganz, ganz viel wahr. Okay. Ich muss hier mal eben das zur Seite räumen, damit ich auslegen kann. Eins, zwei, drei. Kommt die denn hier rein? Okay. Mit dem Stack. Bin gerade mal überlegen, ob die beim Mischen vielleicht dazwischen gerutscht ist, als mir die Karten hier aus der Hand gerutscht sind. Eins, zwei. Und das Licht- und Schattentarot. Eins, Na, was für ein Video. Ich nehme es aber nicht neu auf. Ich schneide hier auch nichts raus. Okay, ihr Lieben, ich lege die Karten vom Licht- und Schattentarot zur Seite und wir starten mit dem klassischen Waite-Tarot. Dieser Mann, auf den wir hier schauen, der macht sich darüber aktuell Gedanken, ob man hier noch mal etwas erneuern möchte in deine Richtung. Ich habe hier den Eindruck, dass hier seitens des Mannes viel zu wenig investiert wurde in der Vergangenheit. Man hat sich hier vielleicht ein bisschen ausgeruht,
Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass du sehr viel gegeben hast. Um diese Verbindung aufrechtzuerhalten. Es kann sein, dass einer von euch beiden verheiratet ist, dass zwischen euch eine Ehe steht. Es kann aber auch sein, dass dieser Mann schlichtweg einfach aus seinen Fehlern der Vergangenheit gelernt hat und dass man jetzt hier auf dich zukommen wird, um nochmal etwas aufleben zu lassen. Ich hätte aber gerne noch zwei, drei Karten. Ja, das habe ich gerade gesagt, der Neuanfang. Und der Teufel. Und die acht der Kelche unter dem Deck. Hier muss irgendwas aufgegeben werden, damit ihr beide hier miteinander neu starten könnt. Damit ihr beide miteinander leicht neu starten könnt, ohne den Teufel im Rücken zu haben, ohne dass es hier irgendwelche Versuchungen gibt, die ihr einfach nur auslebt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass hier ganz viel sexuelle Energie zwischen euch ist, dass eine große Anziehung hier ist, aber ich komme von dem Gedanken nicht los, dass es etwas gibt, was hier zwischen euch beiden steht und dass einer von euch, wenn nicht sogar beide, irgendetwas hinter sich lassen müssen, damit das mit euch hier, ja, in die nächste Runde gehen kann oder überhaupt mal in eine Runde gehen kann. Und dieser Mann macht sich Gedanken zum einen, ja, seinen Gelüsten, seinen Trieben nachgehen zu wollen, vielleicht auch das zu erneuern, diese Affäre solltet ihr eine gehabt haben. Er macht sich aber hier wirklich auch Gedanken um das, was vielleicht schiefgelaufen ist, um das, was er zu wenig gegeben hat. Und man möchte hier einfach nochmal neu starten. Was fühlt dieser Mann für dich? Was fühlt der Mann für die Dame, die hier gerade zuschaut und sich für dieses Deck entschieden hat? Ja, die klare Botschaft, so man versucht, Gefühle hier einfach wegzuschieben. Man kämpft gegen Gefühle an, weil wenn man diese Gefühle zulassen würde, an sich heranlassen würde, weiß man, dass man hier konkret werden muss. Man weiß, dass man hier eine Entscheidung treffen muss. Man weiß, dass man viele Möglichkeiten hat, mindestens zwei. Und man weiß einfach, dass es mit dir nur möglich ist, wenn er konkret wird. Und da nehme ich hier eine ganz, ganz starke Abwehrhaltung wahr. Was fühlst du für sie? Naja, schau. Schon wieder. Ich muss die Karten wiederholen sich. Ich muss hier eine Entscheidung treffen. Ich muss mich bewegen. Ich muss entscheiden, gehe ich nach links, gehe ich nach rechts, gehe ich zu Dame A, gehe ich zu Dame B. Trenne ich mich aus der Beziehung, in der ich gerade bin, oder bleibe ich dort? Das liegt sehr schwer auf diesem Menschen. Durchaus möglich, dass man gerne mit dir verreisen möchte, dass man das vielleicht plant. Vielleicht habt ihr euch bisher auch immer im Auto getroffen, wart viel mit dem Auto unterwegs, man denkt an diese Zeit zurück. Was gedenkt dieser Mann denn zu tun in naher Zukunft? Zeitfenster legst du für dich bitte feste.
Hier, ich habe hier einfach diese Energie, dass man sich hier selber einredet. Man hat für dich keine Gefühle. Man belügt sich hier ein Stück weit selber. Vielleicht sagt man sich hier auch, oh Gott, die ist viel zu stark, viel zu toll für mich. Ich kann ihr nicht das Wasser reichen. Diese Frau ist eine Nummer zu groß für mich. Gebe ich doch lieber meiner altbewährten Situation, in der ich mich befinde, noch eine Chance. Hier ist alles so schön kontrolliert, hier kontrolliere alles ich und hier läuft alles seinen gewohnten Gang. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich möchte mich auch nicht entscheiden. Also eine Entscheidung seitens des Mannes nehme ich hier nicht wahr. Ich nehme jetzt hier zu dir auch erstmal nicht so die mega großen Liebesgefühle wahr. Es ist schon dieser Wunsch nach einem Neubeginn, nach dieser Verbindung da. Aber ich habe hier eher einen großen sexuellen Aspekt in dieser Legung liegen. Ja, und das sagen die Karten dazu. Karmic Lesson. Ja, eine karmische Stunde. Es ist so, es ist vom Karma alles irgendwie geregelt und jeder bekommt, was er verdient. True Colors deute ich tatsächlich so hier in diesem Deck, dass jemand hier sein wahres Gesicht zeigen soll. Entweder bist du das oder dein Gegenüber. Und ich glaube, wir haben es hier mit einer sehr karmischen Situation zu tun. Vielleicht handelt es sich hier auch um einen karmischen Lernpartner, wo jeder so ein bisschen auch seine Aufgaben zu bearbeiten hat. Schau hier bitte genau hin, ja, auf was du dich einlässt und was du dir erzählen lässt, was du bereit bist zu geben und was du dir auch wert bist. Ne? Das mag ich hier gerne noch so am Rand sagen. Ich lege das Deck weg und wir machen mit dem Licht- und Schattentarot weiter. Seine Gedanken, Gefühle. Ich habe hier fast eine ähnliche Botschaft wie bei Deck Nummer 1. Dieser Mann sieht dich als unglaublich starke Frau an. Wie auch bei Deck Nummer 1, möglicherweise als eine Frau, die schwer einzufangen ist. Als eine Frau, die vielleicht eine Nummer zu groß ist. Und ich habe auch hier den Eindruck, man konnte dir nicht das geben, was du wolltest, was du brauchtest. Und hier ist etwas dadurch zu Bruch gegangen. Und dieser Mann weiß das. Dieser Mann weiß, dass er hier am Zug ist, irgendwas wieder gerade zu biegen, gut zu machen, in den Ausgleich zu bringen. Und er kommt an dich nicht ran momentan. Ich nehme hier von deiner Seite aus wirklich so eine Abwehrhaltung wahr. Ich weiß nicht, was bei euch passiert ist. Ich weiß nicht, was hier vorgefallen ist. Ob es einen Riesenkrach gab, einen Riesenstreit gab, ob er sich unterirdisch benommen hat, ob hier gelogen, betrogen wurde. Auch das ist bei jedem anders. Aber hier weiß der Mann, dass er es verbockt hat. Und er denkt sich aber auch gerade so, pff, also hier eine zweite Chance bekomme ich nicht. Sie blockt ab. Vielleicht ist es gerade so. Du gehst nicht ans Telefon, du antwortest nicht auf die Nachrichten.
Du bist nicht gesprächsbereit, du bist nicht gewillt, dich mit ihm zu treffen. Ja, und das macht ihm Sorgen, das macht ihm Kummer. Und hier habe ich den Hinweis auf eine mögliche Dreiecksbeziehung, Dreiecksgeschichte, muss nicht sein, aber die Möglichkeit besteht. Aber den Mann macht es halt sehr nachdenklich und verzweifelt. Er würde dich gerne treffen. Er hat Sehnsucht, er blickt nostalgisch auf alte Situationen mit dir und ist hier sehr wehmütig. Was für Gedanken hat dieser Mann denn aktuell ganz klar in deine Richtung? Zwei Karten bitte. Ja. Sex, Liebe, Spaß, Leichtigkeit, möglicherweise eine Entscheidung und Partnerschaft. Das sind die Gedanken, die ihm durch den Kopf gehen. Was fühlt er denn für dich momentan? Ja, schau, er möchte dir was anbieten. Partnerschaft, etwas sehr Stabiles. Er wünscht sich eine Beziehung mit dir, er möchte sich vertragen, versöhnen. Vielleicht hat er auch Angst, jemand anders kommt und nimmt dich weg. Das, was er aber möchte, der König der Münzen, der bringt dir eine sehr stabile, schöne, ausgeglichene, ausgewogene Energie. Das ist so ein Heiratskandidat, ne? Der ist gut gesetzt im Leben, der weiß, was er möchte, der ist fleißig, der ist bodenständig, zuverlässig. Und die 9 der Münzen, das bist für mich du als Frau, als weibliche Energie. Und diese 9 der Münzen, es fehlt noch diese eine Münze und die hat er. Und wenn ihr das zusammenschiebt, habt ihr 10 der Münzen. Dann habt ihr eine vollwertige, stabile Partnerschaft mit vielleicht Kindern, Haus, Hund, das, was man sich wünscht. Ihr habt hier die reine Liebe, ihr habt die tiefe Verbindung. Und das ist das, was er sich wünscht. Und das ist auch das, woran er arbeitet. So habe ich den Eindruck. Mit den 6 der Schwertern, die sich gerade umgedreht haben, habe ich hier kommt mir hier rein, dass er schon auf dich zukommen möchte, etwas anders machen möchte. Womit darfst du rechnen? Ja, ich denke, hier wird ein Mann ganz aktiv in deine Richtung kommen, auf der Suche und mit dem Wunsch nach Kommunikation, nach Aussprache, nach Verbindung, nach Liebe. Und wir schauen hier im Gegensatz zur ersten Legung auf einen ganz aktiven Mann, der uns hier angezeigt wird, was die Zukunft angeht, die naheliegende Zukunft. Was sagen denn die Orakelkarten? Happy Single? Too late. Vielleicht ist es deine Energie. Ich habe ja hier oben gerade gesagt, du blockst das alles ab. Vielleicht bist du jetzt Single, alleine und glücklich und sagst, Junge, es ist zu spät. Ich habe dir so viel Zeit meines Lebens geschenkt. Ich habe so viel geredet, so viel Energie investiert und jetzt ist es leider zu spät. Auch wenn du jetzt aktiv wirst, auch wenn du jetzt viel investierst, ich mag nicht mehr. Das ist hier die Botschaft, ihr Lieben. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wer hier resoniert. Und dann bedanke ich mich für das Zusehen hier von diesem Video und ich wünsche euch noch eine angenehme Zeit. Bis dann.